Heute gehen wir oft viel zu sehr davon aus, dass das, was wir in den 50er, 60er Jahren erlebt haben, dass es normal ist, verheiratet zu sein, zwei Kinder zu haben, weiß zu sein, katholisch oder evangelisch zu sein und in der Region verwurzelt zu sein, dass das normal ist. Das ist es längst nicht mehr. In der Regel leben Kinder nicht mehr in verheirateten Vater-Mutter-Beziehungen. Die meisten Leute kommen nicht mehr aus der Region, sondern sind gewandert. Wir haben nicht nur noch Deutsche, Frauen sind im Arbeitsleben integriert, wir haben einen gesellschaftlichen Wandel. Und dazu ist ganz wichtig, dass man offen wird. Ich finde das Wort Integration immer ein relativ unpassendes Wort, weil es davon ausgeht, dass man einen Migranten zum Beispiel nehmen könnte und ihn zu einem Deutschen machen könnte. Wichtiger ist, dass wir weder den Deutschen haben wollen, der Ausländer diskriminiert, als den Ausländer, der andere Ausländer oder Deutsche diskriminieren wollen. Wir wollen eine Atmosphäre der Offenheit schaffen für eigentlich das, was gesellschaftliche Realität bereits ist. Damit wird Diversity natürlich mehr Relevanz bekommen. Es wird kein Nachteil sein, wenn alle im Land Diversity betreiben. Und es wird dazu führen, dass alles, was wir machen, effektiver wird. Und wenn ich Deutschland im internationalen Vergleich betrachte, wird das unsere Hauptaufgabe sein. Wenn wir unsere Stellung weiter behalten wollen, innovative Produkte herstellen wollen, im Kostendruck nicht bestehen können zum Ausland, dann müssen wir dafür sorgen, dass die Menschen, die hier arbeiten und leben, sich wohlfühlen und ihre ganze Kraft einbringen können in das, was Deutschland wettbewerbsfähig macht. Und das sind Gedanken, Ideen. Und dazu brauchen sie Menschen, die motiviert bei der Sache sind. Und wer nicht sich zu Hause fühlt und so fühlen kann, wie er ist, wird keine effektive Arbeit leisten können. Wir merken den Fachkräftemangel heute schon. Wir werden älter, wir werden weniger. Es gibt ein relativ hohes Potenzial an Migranten, die allerdings schlecht ausgebildet sind im Schnitt. Was wir zum Beispiel als Unternehmen heute uns überlegen müssen, wie können wir Migranten besser integrieren? Da ist Sprache eine Voraussetzung, da sind aber auch viel mehr Dinge noch eine Voraussetzung, um jedem das Gefühl zu geben, wertgeschätzt zu werden im Unternehmen und eine Atmosphäre zu erleben, die so offen ist, dass man selbst sein kann. Das bringt Potenziale für die Effizienz im Unternehmen, denn auch wenn sie nur einen Teil ihres Lebens verstecken, ob das zum Beispiel der Punkt ist, dass sie Moslem sind und sich nicht trauen, am Arbeitsplatz zu erzählen, dass sie Moslem sind, zum Beispiel die private Sphäre vollkommen ausblenden und nicht darüber erzählen, dass ihr Kind gerade Beschneidungsfest hatte, weil sie Angst haben vor Diskriminierung, kostet das im Unternehmen Potenziale, nämlich eine Integration der Mitarbeiter, die dazu führt, dass man die Arbeit effizienter macht. Sie verschwenden einen Teil ihrer Zeit darauf, sie zu verstecken. Das ist ein großer Ansatz. Nächster Ansatz wäre sicherlich den Export oder mit dem Export beschriebenen Ansatz, um im Ausland neue Potenziale zu finden. Aber auch im Inland gibt es die. Denn nehmen wir zum Beispiel nur die Türken in Deutschland, die haben ein ungefähres Kaufkraftpotenzial von 16 Milliarden Euro. Die sind als Marktgruppe relativ wenig erkannt, wenig erschlossen und natürlich für Unternehmen, gerade im Mittelstand, sehr interessant, weil man sich dann auch profilieren kann. Fehlt die Sprache, fehlt aber auch viel mehr als nur die Möglichkeit, sich mit jemandem zu unterhalten, sondern sie werden ja gar nicht integriert werden können. Es fehlt der Kontakt zu Deutschen. Sie suchen natürlich, wenn sie nicht Deutsch können, italienische Freunde. Es fehlt auch die langfristige Perspektive, sich in dem Bildungssystem zu engagieren. Deswegen weisen Migranten heute ja auch im Schnitt noch schlechtere Bildungsabschlüsse aus als Nicht-Migranten. Sie leben also in so einer Art Subkultur, wäre vielleicht der falsche Ausdruck, aber in der Nebengesellschaft, neben der klassischen deutschen Gesellschaft. Was hat das für einen Einfluss auf die Arbeit oder auf das Unternehmen an sich? Die finden die gleichen Strukturen dort auch. Es gibt, wenn Sie eine große türkische Belegschaft haben zum Beispiel oder deutsch-russische zum Beispiel, eigene Untergemeinschaften, die in den Pausen alleine sitzen, die sicherlich nicht so integriert sind, wie es jemand anders ist, der besser Deutsch könnte. Also Deutsch als Voraussetzung da ganz wichtig. Die Effektivität leidet insofern darunter, dass Sie zum Beispiel solche Mitarbeiter als Potenzial gar nicht nutzen können für besser qualifizierte Stellen. Da müssen Sie gut Deutsch können. An einfachen Dingen angefangen, Betriebsanweisungen zu verstehen. Setzt voraus, dass Sie ein bestimmtes Niveau an Deutsch haben. Wir sind ja oft so verfasst, dass auch ein Deutscher Schwierigkeiten hat, die zu verstehen und ein Migrant dann erst recht, sodass Sie eigentlich in dieser ungelernten Arbeitswelt bleiben, ohne Aufstiegschancen zu haben. Heute ist das aber ganz
problematisch für uns als Unternehmen, weil wir einfach kein Potenzial mehr haben an Mitarbeitern, die für solche Stellen in Frage kommen. Also müssen wir uns darum kümmern, Migranten auszubilden. Generell gibt es bei uns weder Hochglanzbroschüren noch tolle Ausdrucke, sondern typisch für den Mittelstand ist, dass man das vorleben muss. Sobald sie jetzt anfangen, hier große Plakate aufzuhängen, wir sind alle ganz offen und haben uns alle lieb, hat das wenig Effekt. Gemessen werden sie daran, was sie tun. Und je kleiner das Unternehmen ist, desto wichtiger ist das Vorleben durch die Geschäftsführung. Je kleiner der Laden, desto wichtiger, was macht der Chef. Wenn der Chef zeigt dadurch, dass er zum Beispiel bei Witzen, die über Ausländerfrauen, ganz egal was gemacht werden, nicht reagiert, toleriert, hat das eine Signalwirkung für alle anderen. Deswegen ist der Vorlebensfaktor, je kleiner das Unternehmen ist, umso wichtiger. Aber auch viel effektiver, als wenn sie Strukturen einziehen müssen. Unser Unternehmen braucht natürlich schon ein paar mehr Strukturen. So haben wir zum Beispiel gelernt, dass ein guter Weg, um Migranten anzusprechen, so eine Art Vorsprecher sind, die es im Unternehmen schon bereits gibt. Es gibt immer informelle Strukturen, die sie aber meistens gar nicht kennen. Zum Beispiel haben wir bei unserer türkischen Belegschaft einen Mitarbeiter, der als Sprachrohr fungiert. Das ist ein bisschen familienmäßig organisiert. Und da gibt es einen, mit dem Sie sprechen müssen, was deutlich effektiver ist, als wenn Sie einen Aushang machen. Wir haben zum Beispiel mal einen Aushang gemacht für Deutschkurse, die wir anbieten für Migranten. Darauf haben sich auf den Aushang zwei Leute gemeldet. Nachdem wir mit den entsprechenden Vorarbeitern gesprochen haben, mit den informellen Mitarbeitern, die Ansprechpartner sind, haben wir hinterher 60 Leute gehabt, die teilgenommen haben an den Sprachtrainings. Das liegt daran, dass die Leute Angst haben in der Regel. Die wollen natürlich nicht zugeben, dass sie kein Deutsch können und eventuell Nachteile in Kauf nehmen, sondern suchen dann den Weg lieber über jemanden Vertrautes. Wenn man solche informellen Strukturen zum Beispiel weiß zu nutzen, indem man sie auch gezielt anspricht, das ist ein erster Weg, um Wege zu finden, Diversity zu implementieren. Ich glaube, primär wird nicht erkannt, dass der demografische Wandel dazu führt, dass wir gezwungen werden als Unternehmen, uns mit verschiedenen Diversity-Gruppen zu beschäftigen. Das sind sicherlich Migranten, weil sie einen sehr großen Anteil machen, aber auch Frauen. Denn die Integration von Frauen ins Arbeitsleben und Migranten zusammenstellen die größten Herausforderungen dar und das größte Potenzial für den Arbeitsmarkt. Das liegt sicherlich daran, dass wir auch gerade durch eine Krise gegangen sind wirtschaftlich, wo es genügend Arbeitskräfte gab. Wir merken jetzt gerade, dass wir nahe vor der Vollbeschäftigung stehen und es wieder einen Wettbewerb gibt, gute Mitarbeiter zu bekommen. Auf der anderen Seite ist Diversity gefühlt ja so eine Weltverbesserungsstrategie. Genau das ist mir wichtig. Auch wir wollen nicht die Welt verbessern. Also wenn wir das tun nebenbei, ist das ein schöner Effekt. Aber wichtig ist, dass für uns Diversity ein Unternehmensansatz ist. Es geht darum, die Effektivität des Unternehmens zu steigern. Das kann man sehr schnell auch Unternehmern nahebringen. Denn es kostet eigentlich mehr, sich mit Diversity nicht auseinanderzusetzen, als das zu tun. Die Maßnahmen, die wir machen, wenn Sie heute mal unsere Maßnahmen ansehen, sind nicht teuer, trotzdem sehr effektiv. Und das zu vermitteln bei den Unternehmern, braucht eigentlich nur jemanden, der sie sensibilisiert. Es geht auch da weniger um Vorurteile oder eine generelle Ablehnung, sondern vielmehr darum, dass man sich nicht vorstellen kann, was das für Effekte eigentlich auf den unternehmerischen Alltag hat. Ist auch ganz logisch. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind Unternehmer in Deutschland, sind Sie in der Regel heute 50 bis 60, vielleicht auch ein bisschen jünger. Sie kommen aus einer deutschen Familie, Sie sind wohl vielleicht noch regional verankert, Sie haben zwei Kinder, sind katholisch, sind also klassisch geprägt, würde ich es mal formulieren. Wie sollen Sie auch verstehen, wie sich jemand fühlt, der nach Deutschland kommt, der aus Anatolien kommt, wie sich eine Frau fühlt, die in technischen Berufen diskriminiert fühlt, wie sich eine Lesbe, ein Schwuler fühlt, der im Unternehmen sich nicht outen kann. Das sind Sachen, die weniger auf Diskriminierung beruhen, sondern vielmehr auf Unwissenheit. Wir haben 700 Unternehmen in Deutschland, die die Charta unterschrieben haben, oder 800, ich weiß nicht die ganze genaue Zahl nicht. Das sind wenig. Ich habe, glaube ich, mal bei Wikipedia nachgelesen, dass es 20.000 Unternehmen gibt in Deutschland mit über 100 Mitarbeitern. Dann ist die Zahl 700 erschreckend gering. Die 700 sind Großunternehmen, im Mittelstand ist das Thema gar nicht angekommen.
Es fehlt meiner Meinung nach politisch an Konzepten in irgendeiner Form. Es gibt meiner Meinung nach kein richtiges, schlüssiges, egal welche Partei Sie nehmen, Konzept, um Mitarbeiter, um Menschen in den Arbeitsalltag besser zu integrieren in allen Diversity-Gruppen. Die Charta der Vielfalt ist eine Selbstverpflichtung, die nicht kontrolliert wird, die keine Inhalte vorgibt. Sie ist einfach nur eine Selbstverpflichtung. Das ist nicht schlecht, weil sie damit keine Hürde stellt, um für Unternehmen interessant zu werden. Was es gibt, sind regionale Netzwerke. So haben wir zum Beispiel das Unternehmen Vielfalt mitgegründet, Ostwestfalen, also unsere Region. Denn für mich als Unternehmer bringt es natürlich nichts, wenn ich nur als das Unternehmen Tekentrop in unserer Region Diversity betreibe, sondern die Region an sich muss interessant sein. Also haben wir mittlerweile eine ganze Menge Unternehmen zusammen. Ich glaube, 80 sind es jetzt insgesamt, die sich aktiv mit einbringen, um Instrumente zu entwickeln. Und weil es keine Konzepte gibt für den Mittelstand, entwickeln wir auf jedem unserer Treffen ein, zwei Instrumente, die kleine Unternehmen, mittlere Unternehmen verwenden können. Und da ist Mittelstand nicht unsere Größe, sondern reden wir von 2 bis 10, 15, 20 Mitarbeitern. Das ist vollkommen neu. Und damit ist es vollkommen Experimentierfeld, aber auch gerade deswegen so spannend. Das Programm der Bundesregierung Vielfalt als Chance setzt auf Werbung für ein Produkt, was kein Mensch kennt. Denn fragen Sie heute mal in der Bevölkerung herum, was ist Diversity Management? Dann werden Ihnen wenige was sagen, was das ist. Sowohl Unternehmer als auch jeder Mitarbeiter wird damit wenig anfangen können. Wichtiger wäre es, solche regionalen Netzwerke zu nutzen, wie wir sie zum Beispiel ins Leben gerufen haben, die zu unterstützen. Sicherlich wären wir gerne bereit, unsere Erfahrungen an jede andere Region in Deutschland weiterzugeben und Unternehmen weiter zu begeistern. Denn das ist das Einstiegskriterium. Für jede Diversity-Gruppe selber muss man sich neue Konzepte überlegen. Für Frauen zum Beispiel ist es wichtig, Familie und Beruf integrierbar zu machen. Da kann man gemeinsame Kindergärten gründen mit einem Unternehmen. Es gibt relativ viele Möglichkeiten. Oft ist es gar keine staatliche Unterstützung, die wir brauchen. Höchstens in der Form, dass man die Organisation von Wissensaustausch möglich macht.